jetzt habe ich die Gebetsanliegen der letzten Zeit hier auch wieder reingelegt. Dann hatte mich jemand angeschrieben und hat gesagt, also das Körbchen, das ist kein Körbchen mehr, das quillt ja schon bald über. Eigentlich bräuchtest du eine Arche. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist echt cool gewesen mit der Arche. Weil interessanterweise, dieses Mosekörbchen wird ja in der Bibel beschrieben und der Begriff für dieses spezielle Körbchen, was damals die Eltern von dem Mosebaby zubereitet haben, der heißt Teba. Und das gleiche Wort wird verwendet für die Arche und es bezeichnet den Anlass dafür, dass das Körbchen und die Arche innen drin mit Pech ausgestrichen wurde, sodass die Wasserfluten diesem Körbchen und dieser Arche nichts anhaben konnten. Und wir wollen heute als allererstes für die Leute beten. Das ist das, was Martin ja auch gesagt hatte, der große Bereich von Bekehrung, von Glauben an Gott, von Jesus finden, von diesem Ruf und dieser Aufforderung, komm zum Herrn, sei gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und ich dachte also für die letzten Tage und ja, ich weiß nicht, 3, 4 Wochen vielleicht, ist dieser eine Bereich schon wirklich sehr reichhaltig eingegangen. Und dabei sind wirklich Listen von Menschen, die viele, viele, viele Namen aufgeschrieben ihre haben. Lieben, ja. Ja. Ja, das ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut, wenn man diese Sachen sozusagen vor dem Herrn ausbreitet. Ja? Ja. Der Herr kennt jeden einzelnen Namen, jede einzelne Situation, jedes einzelne Leben. Er weiß exakt alles. Genau. Und wenn man das vor den Herrn ausbreitet, ist gut. Was mich daran echt begeistert und sehr berührt hat, das ist, dass es da eine, wie soll ich sagen, eine neue Wendung gegeben hat in dem Volk Gottes, nämlich das, dass sich Leute rufen lassen für Gebet, für unerrettete Menschen, nicht nur für ihre Familienleute, sondern eben auch für Mitarbeiter, Kollegen, für Nachbarn, egal für wen, jedes Mal, wenn der Herr, der Heilige Geist, diese Personen so quasi in das Leben oder in das Herz der gläubigen Kinder Gottes reinlegt, fangen sie an zu beten. Und das ist dieser erste wichtige Schritt, ja. Dieses Beten, dieses Beanspruchen, dieses ich beanspruche diesen Menschen für das Reich Gottes. Damit legst du quasi deine Angel aus und du schmeißt sie in dieses Menschenleben rein und du fängst an, ihn in dieses Gottesreich hineinzuziehen. Und das ist etwas, was mich echt begeistert hat, dass das zunehmend ist, dass wirklich Menschen verstanden haben, die Zeit, in die wir jetzt reingekommen sind. Dass es eine auf der einen Seite schwierige Zeit ist, so wie du es ja auch beschrieben hast, aber auf der anderen Seite eine gewaltige Zeit des Vorrechtes, wo wir verstanden haben, wir müssen Menschen ins Reich Gottes hineinziehen. Und deswegen hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen, du hast es, glaube ich, gesagt, schickt uns die Namen der Leute, die du auf dem Herzen hast. Also Menschen, die es dir wert sind und die du immer wieder vor den Thron Gottes stellst. Ja. Von denen du auch glaubst, dass sie unbedingt in das Reich Gottes hineingehören. Und das ist doch ein schönes Bild, wenn die quasi alle schon in der Arche sind. Ja, genau. Ja, also die Arche, das Mosekörbchen, das musst du dir vorstellen. Die Eltern von diesem Mosebaby tun dieses Kleinstbabykind in so ein Körbchen und stellen es auf das Wasser und wissen nicht, ob das wirklich trägt. Weißt du, was du daran siehst? Die Versorgung und die Gnade Gottes. Und einfach dieses Gott schaut mit seinen Augen über die ganze Erde auf jedes Menschenleben. Weißt du, er ist Gott, er ist nicht ein Mensch,
sondern er schaut auf jedes Menschenleben. Und Halleluja. Jedes Menschenleben ist ihm so wichtig, dass er Jesus gesandt hat, dass er sein Leben hinlegt für jedes Menschenleben, was sich für ihn gewinnen lässt. Und das ist etwas, was mir einfach auch dieses Erbarmen zeigt, diese Gnade und diese Herrlichkeit. Deswegen habe ich hier diesen goldenen Stoff drum gebunden. Diese Herrlichkeit. Wir haben das letzte Mal von diesem prophetischen Eindruck gesprochen. Herr, wo soll denn das Fiasko enden? Ja, und der Herr hat ganz spontan mir diese Antwort gegeben, in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Verstehst du, die Leute, für die du betest, dass sie in das Reich Gottes kommen, das sind Menschen, die mit der Herrlichkeit in Kontakt kommen und die in der Herrlichkeit wiedergefunden werden sollen. Amen, Halleluja. So, und das, was ich sehe, ist einfach dieses Brennen, was der Herr jetzt schon in Menschenleben angezündet hat, dass sie nämlich für andere wirklich unterwegs sind. An der Stelle einfach auch ein Wort der Ermutigung. Lass dich nicht entmutigen. Ja. Wenn du betest, vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte, für irgendeinen Durchbruch von irgendwelchen lieben Menschen, die du hast, lass dich nicht entmutigen. Wenn es nicht so aussieht, als ob sich ein Millimeter bewegt, wenn du denkst, es passiert gar nichts, wer weiß, was in der geistlichen Welt gerade passiert? Wer weiß, wie kurz du vor dem Durchbruch bist? Geh nicht davon aus, dass deine Gebete nichts bringen, nur weil du noch keine Veränderung gesehen hast. Das ist doch das Gleiche wie mit dem prophetischen Wort, was wir eingangs hatten, ja? Egal wie es aussieht, bleib dran, bis der Durchbruch da ist. Wenn du glaubst, wirst du sehen, ich bin zu 100% überzeugt, dass deine gesamte Familie gerettet werden kann. Uns hat jemand angeschrieben, dass sie wirklich schon 40 Jahre, das musst du dir vorstellen, für ihren Ehemann betet, dass er zum Glauben findet. Und 20 Jahre für ihre Kinder betet. Und ich weiß, viele Mütter fangen schon an, wenn sie merken, sie sind schwanger, fangen sie schon an, für dieses Kind, für diesen Menschen zu beten, dass er mit ihr in der Ewigkeit sein wird. Und wir möchten euch wirklich ermutigen, dran zu bleiben. Ja. Es ist mitunter eine lange Strecke, aber zweifellos. Der Herr ist derjenige, der das Ziehen schenkt und der auch die Veränderung schenkt. Und wenn der Staudamm bricht, wenn die Mauer in die Luft fliegt, diese Gebetserhörungen freigesetzt sind, wer weiß, was innerhalb kürzester Zeit im Leben von dir, deiner Familie, deinen Lieben passieren kann. Ja. Wirklich. Wir stehen vor super spannenden Zeiten. Genau. Und das große Anliegen ist auch nicht nur, dass die Leute ins Reich Gottes gezogen werden, sondern das, was die Bibel beschreibt als ihr Name, wird in das Buch des Lebens geschrieben. Also das Blut des Lammes wird gegeben für den Menschen und sein Name wird mit diesem Blut in das Buch des Lebens geschrieben und es kann nicht ausgelöscht werden, sondern es werden eines Tages Bücher aufgetan und diese Namen sollen dort wiedergefunden werden. Und ich möchte dir sagen, vielleicht bist du jemand auch, der dem Glauben gegenüber so ein bisschen distanziert jetzt ist, der sagt, na ja, ich finde das ja auch ganz richtig, aber der diesen Schritt noch nicht getan hat. Ich möchte dir sagen, du bist von Ewigkeit her geliebt. Gott ist ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du bist schon gedacht, gewollt, geplant, wie auch immer man das sagen soll, vor aller Ewigkeit, damit du Halleluja. In alle Ewigkeit bei ihm sein solltest. Ich habe dazu einen, wie soll ich sagen, Artikel oder Bericht oder Geschichte gefunden, eine Beschreibung eigentlich in unserem Buch Der Lehrer und sein Schüler. Das ist von Jonathan Kahn. Wer das nicht kennt, das ist wirklich ein ganz geniales Buch mit vielen auch hebräischen Begriffserklärungen, grandios. Aber sehr, sehr angenehm und gut geschrieben. Und die Überschrift, die ich da in dieser Woche gefunden habe, die heißt Von Ewigkeit an. Und das möchte ich dir jetzt vorlesen.
geschrieben ist, sind diese Stories immer in einem Zwiegespräch zwischen dem Lehrer und seinem Schüler. Und das macht es einfach leicht, das Wort Gottes auch von der Seite her zu verstehen. Von Ewigkeit her. Der Tag brach an. Wir hatten die Nacht auf dem Gipfel eines Wüstenberges verbracht und obwohl die Sonne noch nicht sichtbar war, konnten wir bereits den orangefarbenen Lichtschein in der Ferne ausmachen. Hast du dich jemals über Gottes Liebe gewundert? Fragte der Lehrer den Schüler. Ob seine Liebe auch Bestand haben würde, ob sie deine Sünden überdauern würde oder ob deine Sünde sie erschöpfen würde? Hast du dich jemals über seine Treue dir gegenüber gewundert? Ob sie immer da sein würde? Ob sie dich halten würde, egal was passiert? Ich denke schon, antwortete der Schüler. Der Lehrer antwortete, in den Psalmen steht, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Das Wort, das hier mit Gnade übersetzt wurde, ist das hebräische Wort Chesed. Chesed spricht nicht nur von Gottes barmherziger, zärtlicher Liebe, sondern von seiner treuen Liebe. Der Liebe, die nicht loslässt. Aber was es darüber hinaus noch von seiner Liebe zu sagen gibt, ist erstaunlich. Die treue Liebe des Herrn ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Halleluja. Erkennst du, was das aussagt? Seine zärtliche, treue Liebe für dich ist von Ewigkeit her. In anderen Worten heißt das, er liebt dich nicht nur jetzt und hier, gerade jetzt, sondern er liebte dich, bevor du warst. Er ist Gott. Kannte er dich nicht, bevor du existiertest? Er hat dich schon immer gekannt. Ewigkeiten, bevor du existiertest, kannte er dich schon. Und wenn er dich jetzt liebt, kann es damals nicht anders gewesen sein. Gott hat dich gnädig und zärtlich und treu geliebt von Ewigkeit an. Wie lange hat er dich geliebt? Eine Ewigkeit lang. Er hat dich seit jeher geliebt. Seine Liebe für dich dauert schon eine Ewigkeit an. Sie ist bereits eine Ewigkeit gereist, um dich zu erreichen. Halleluja! Der Schüler fragte, aber wie konnte sie mich denn erreicht haben? Du kannst die Ewigkeit nicht ermessen, sagte der Lehrer. Du kannst auch seine Liebe nicht ergründen. Du kannst nur wissen, dass seine Liebe für dich größer ist als die ganze Ewigkeit. Und die Antwort auf die Frage, wird Gottes Liebe für dich jemals aufhören oder aufgegeben werden? Die Antwort ist nein. Gottes Liebe für dich umspannt bereits die Länge der Ewigkeit. Sie dauert schon ewig an. Denn die Liebe Gottes ist für die, die ihn fürchten, von Ewigkeit zu Ewigkeit, immer und ewiglich. So, jetzt hast Halleluja. Du dieses Wort, Ewigkeit, ewiglich, immer und ewig und alles gewaltig. Schon mehrfach gehört. Und wenn du dich auch nach dem Livestream, wenn du heute Nacht darüber nachdenkst, morgen, übermorgen, wie auch immer, wenn der Herr dir das in Erinnerung ruft, du bist von Ewigkeit her geliebt. Und da gibt es diese Bibelstelle in Jeremia 31, Vers 3, die kannst du dir in deiner Bibel wirklich dick rot anstreichen, denn sie gehört dir. Sie steht da drin für dich. Die heißt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
von Ewigkeit geliebt, für die Ewigkeit bestimmt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht. Das ist doch erstaunlich. Wir werden dem Herrn in Ewigkeit dafür dankbar sein. Amen. So, wir wollen jetzt in Übereinstimmung einfach kommen. Da, wo du bist, da, wo du jetzt sitzt vom Livestream, dass wir wirklich in Übereinstimmung kommen. Der Herr hat in seinem Wort gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und wir wollen jetzt für unsere Kinder, für die Ehepartner, für Verwandte oder wen auch immer beten. Lass uns im Glauben zu Gott kommen, dass er seine Verheißung in unserem Leben wahr macht und dass er uns durch sein Wort wissen lässt, dass sein Wort nie leer zurückkommt. Ja. Es kommt nicht leer zurück und es lässt Menschen, die es hören, nicht leer. Verstehst du, wenn du das Wort Gottes hörst, du bleibst nicht leer zurück. Du hast das Beste, das Fundamentalste, das Wichtigste überhaupt in dein Leben eingefüllt und du kannst nicht leer bleiben. Das Neue Testament sagt uns, dass wir in Kühnheit zum Thron der Gnade kommen sollen. Ja. Und das ist etwas, wo ich immer sage, ja und Amen. Ich brauche keine Umwege zu laufen, sondern ich komme mit Kühnheit zum Thron der Gnade und dort bitte ich, dort komme ich in der Autorität, die der Herr mir gegeben hat. Dort komme ich in der Identität in Christus. Ich komme als jemand, der von ihm geleitet ist, geführt ist, geliebt ist, abgesondert ist, gesalbt ist, um zu bitten und in Kühnheit mein Anliegen vor ihm vorzutragen. Und dieses Anliegen, das wollen wir im Glauben jetzt auch tun. Und zwar habe ich dieses, was wir jetzt tun wollen für die zukünftigen Familienmitglieder, so würde ich das mal nennen, ja, sehr cool, die zur Familie Gottes hinzugetan werden. Mhm. Ich habe das ein bisschen in eine Art Proklamation gepackt. Und nach jeder Proklamation wollen wir kurz darüber beten, dass wir ein gemeinsames Amen, so sei es, so ist das gesetzt, in Übereinstimmung sagen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und bitten in dem Namen Jesus Christus, unserem Retter, unserem Heiland, unserem Erlöser und Herrn, für die Menschen, die in unseren Herzen in besonderer Weise hineingestellt wurden. Unsere Bitte ist es, dass sie erlöst, errettet, befreit und wiederhergestellt werden. Yes. Yes, Herr, wir proklamieren all diese Menschen, die hier aufgeführt sind und auch all die hier irgendwo enthalten sind. Menschen, die noch nicht gerettet sind, noch nicht einfach für die Ewigkeit bei dir herausgerufen sind, aber für die gebetet wird, für die gerungen wird, für die zu dir geschrien wird. Herr, wir beten für jeden einzelnen Namen. Du kennst jede einzelne Situation, jeden Namen. Egal in welcher Situation der Mensch ist, zieh diese Menschen zu dir. Erhöre die Gebete, die für sie gesprochen worden sind. Wir sprechen aus. Wende dich deinem Volk zu. Erhöre das Gebet und bring diese Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit. Du, Herr, willst, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier sind welche, wo wir dich drum bitten. Wende dich ihnen zu. Yes. Wende dich ihnen zu. Zeige dich ihnen. Begegne ihnen in Träumen. Begegne ihnen durch andere Menschen. Begegne ihnen, indem du sie unruhig machst. Begegne ihnen, indem du ihnen ein Fragen schenkst. Begegnest du ihnen, indem sie ein Buch lesen oder sonst was, wo etwas in ihnen anklingt. Begegne ihnen, indem sie zu dem Menschen gehen, der für sie betet und sagt, du, ich muss mal mit dir reden. Ja. Wir wollen Veränderung sehen und wir lassen nicht einen einzigen Namen, der hier aufgeschrieben ist, draußen, sondern wir sprechen aus. Jeder, der hier genannt ist, du kennst jede Situation, er soll zur Errettung kommen, für Zeit und Ewigkeit. Im Namen Jeshua HaMashiach. Yes. Amen. Wir kommen an gegen jede Lüge, jeden dämonischen Angriff, alle Flüche,
alle dämonischen Aufträge und jede Festung, die sich gegen die Erkenntnis von Jesus Christus erhoben hat. Wir stellen uns gegen jede Art von Dunkelheit, die die Menschen daran hindert, Gott zu finden, Jesus zu sehen, den Heiligen Geist in sich aufzunehmen. Wir proklamieren Licht über sie. Licht, dass sie das Licht Jesus sehen und aus der Dunkelheit heraustreten in das wunderbare, verändernde Licht, was Jesus schenkt. Amen. Herr, lass sie in die Veränderung ihres Lebens hineinkommen. Amen, Amen. Herr, das wollen wir nochmal bekräftigen. Wir binden jede Lüge, jede dämonische Macht, jedes Ding, was da wie eine Scheibe, eine Wand, Blockade, eine Mauer. Blockade, eine Mauer dazwischen geschoben hat, dass diese Menschen dich nicht finden und sehen. Herr, wir wollen einen Durchbruch in ihrem Leben sehen. Ja, die Mauer nicht, fällt. Damit wir es auf unsere Konten räumen können, sondern damit sie für Zeit und Ewigkeit für dich gerettet werden. Die Mauer fällt. Yes. Die Mauer fällt bei jedem einzelnen Namen, der hier aufgeführt ist. Yes. Herr, wir beten, dass du ihre Ohren öffnest, dass sie deinen Ruf hören. Öffne ihre Augen, dass sie dich sehen. Herr, lass sie diese Augensalbe finden, die ihre Herzen und ihre Herzensaugen gesund macht, dass sie dich sehen. Gib ihnen ein Verlangen ins Herz, dass sie dich kennenlernen wollen. Menschen sollen nicht nur am Dreck des Straßenrandes irgendetwas genießen, sondern sie sollen wirklich eine Sehnsucht im Herzen haben. Ja. Nach dir, nach diesem festen Grund, nach diesem Felsen, der du bist. Lass sie dich sehen. Lass sie deine guten Pläne in ihrem Herzen empfinden. Lass sie wissen, du bist das Ziel alles dessen, was sie in ihrem Leben brauchen. Berühre sie mit deiner Ewigkeitsliebe. Wir legen jetzt in deinem Namen diese Ewigkeitsliebe in ihre Herzen. Yes. Und wir sprechen über ihnen aus, alle deine Bedränger, sie alle gehen in die Gefangenschaft. Ja. Und die dich plündern, fallen der Plünderung anheim. Amen. Und alle, die dich berauben, gebe ich den Raubpreis. Ja. Denn ich bringe dir Genesung und von allen deinen Wunden will ich dich heilen. Amen. Das sagt das Wort Gottes in Jeremia 30, Vers 16. Das sprechen wir für alle Anliegen aus. Für alle, die hier sind. Genau. Das, was hier der Feind plant, denn das geht darum, was der Feind plant, das zerfällt in nichts. Das kommt auf dein eigenes Haupt und die Menschen werden frei. Frei. Frei von Krankheit, frei von Bindung, frei von irgendwelchen Dingen, die sie abhalten, frei von irgendwelchen Dingen, wo sie in negative Sachen reingegangen sind, auch irgendwelche Geheimbünde oder so ein Dreck, sondern wo sie wirklich, wirklich, wirklich frei werden für den Weg, den der Herr der Herren und der König der Könige für sie hat. Herr, wir beten, dass du Erkenntnis schenkst, wirkliche Offenbarung von dir, dass sie merken, wo Lüge ist, wo der Feind sie belogen hat, wo sie Lügen aufgesessen sind, wo sie Täuschungen geglaubt haben, wo sie einem System von Religiosität ausgeliefert waren und geglaubt haben und nicht wirklich durchdringen konnten zu diesem lebendigen Glauben an dich. Lass sie sehen, wo der Feind sie beraubt hat, belogen hat, ihr Leben begrenzt hat, sie in Süchte und Abhängigkeiten gebracht hat. Herr, wir beten, dass sie eine Offenbarung von Sünde in ihrem Leben haben werden. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja. Das ist deine Gnade, die sie zieht. Und Herr, ich bete, dass Offenbarung jetzt in den Herzen stattfindet und dass sie zur Buße geleitet werden, zur Umkehr. Ja. Wir proklamieren das Wort Gottes aus Römer 10, Vers 8 bis 11 über ihnen. Das Wort, das von Gott kommt, ist euch ganz nahe. Ja. Es ist in eurem Mund und in euren Herzen. Amen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Amen. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten
erweckt hat, so werdet ihr gerettet. Halleluja. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Yes. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. So steht es ja in den Heiligen Schriften. Wer ihm glaubt und auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Er wird nicht zugrunde gehen. Yes. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, dass du dieses gewaltige Vorrecht gibst, dass wir füreinander beten können, dass wir für unsere Lieben einstehen können, für Menschen, die aber anderen auch hier einfach wichtig sind, die sie aufgeschrieben haben, wo die eine persönliche Beziehung zu haben, zu Arbeitskollegen, zu Freunden, zu Verwandten, zu Kindern, zu Eltern, zu wem auch immer, Geschwistern. Herr, wir beten, dass du in das Leben hineinkommst und dass du das tust, was du verheißen hast. Die Mauer fällt, die Mauer fällt, die Mauer fällt, die Mauer fällt und es wird frei. Die Menschen werden frei, sie kommen hinein in das, was du für sie hast. Sie werden gerettet für Zeit und Ewigkeit. Dieser Vorhang wird weggerissen. Diese falschen Sicherheiten werden weggerissen. Das, was sie gefangen hält, wird weggerissen. Und sie werden sehen, sie brauchen etwas, was in Ewigkeit trägt. Sie kommen weg von diesem faulen Sand, auf dem sie gebaut haben, der im Schwinden ist. Und sie kommen auf den Felsen. Sie kommen weg aus dem, was untergeht, hinein in die Arche, wie dieses Bild hier. Im Namen Jeshua HaMashiach. Herr, wir verweisen den Teufel aus jedem Menschenherzen raus. Wir sagen, er hat nichts darin zu suchen. Er soll verschwinden, er soll das Feld räumen. Das Land gehört dir, dieses Menschenherz, dieses Menschenleben gehört dir. Und es gehört für Zeit und Ewigkeit in das Reich Gottes. Und Herr, wir beten, dass das Haus gefüllt wird. Menschen, die sich dir zuwenden, die sich bekehrt haben, dass sie gefüllt werden mit der Liebe des Vaters, mit dem Heiligen Geist, dass du sie jetzt erfüllst. Lass sie die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe deiner Liebe erkennen. Absolut. Schenke ihnen einen Hunger und Durst nach deinem lebendigen und lebensverändernden Wort. Ja. Wir beauftragen Engel als Begleiter auf ihrem Weg ins Leben mit dem Herrn. Wir proklamieren das im Glauben und in der Übereinstimmung in dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Und wir sagen, dass diese Verheißung, die wir am Anfang gesagt haben, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Wir proklamieren, dass diese Verheißung kommt und dass der Herr ein tiefes Werk seiner Gnade uns sehen lässt. Halleluja. Halleluja. So, das war der Schwerpunkt, der eigentlich jetzt hier für viele, viele, viele die Hauptsache ist. Ja. Dass ihre Lieben gerettet werden. Und das betrifft auch jeden von uns. Jeder von uns hat Menschen, wo er einfach sagt, ich möchte, dass die gerettet werden. Ich möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte, dass die in Zeit und Ewigkeit erlöst sind. Ich möchte, dass die mit dem Wort der Wahrheit in Kontakt kommen. Und das, sprechen wir aus, wird kommen. Und der Herr wird diese verrückte Zeit, in der wir uns befinden, genau dazu nehmen. Es wird nicht zurückgehen auf das erbärmliche Maß, auf dem wir vorher waren. Es wird nicht zurückgehen auf falsche Sicherheiten und sonst was, sondern es wird Veränderung geben. Die Mauer wird fallen, alles wird anders. Menschen werden zur Erkenntnis kommen. Und nicht nur das, sie werden sich nicht nur bekehren, sondern sie werden gerettet, befreit, geheilt, gesegnet. Yes. Und das ist das, was hier an sonstigen Anliegen ist. So viele Dinge, wo Menschen in Not sind, in Krisen sind, in Schwierigkeiten sind, finanziell Schulden, Kurzarbeit und natürlich Thema mit der Gesundheit. Ja. Da wird gewaltige Veränderung kommen. Das Zweite, und das hat mich wirklich diesmal doch sehr erwischt, und ich hatte damit sehr viel zu tun. Es hat mich sehr bewegt in meinem Geist. Ich habe sehr viel da auch drüber nachgedacht, gebetet. Und ich habe diese Bedrängnis aus den Gebetsanliegen echt gespürt. Das ist dieser Packen von Menschen, die mit der Krise zu tun haben, die mit Trennung zu tun haben, die Verluste erlitten haben in diesen Beziehungen, in den sozialen Beziehungen. Viele kaputte Beziehungen, auch viele, die in Unruhe gekommen sind, in Stress, die mit Panikattacken zu tun haben. Ja. Und
alles wegen den Wochen und Monaten anhaltenden Maßnahmen und einfach dieser tief sitzenden Angst. Was ist, wenn mich das selber erwischt? Was ist, wenn das Angehörige von mir betrifft? Was mache ich dann? Viele der gläubigen Menschen, der Kinder Gottes, haben sich wirklich mit den Gedanken von Angst und Unruhe und mit diesen Befürchtungen konfrontiert gefühlt. Und jetzt kommt einfach eine neue Verunsicherung hinzu. Ein Anliegen hat als Überschrift, als Betreffzeile, nackte Angst. Ja, nackte hat uns Angst, jemand geschrieben. Genau. Verzweiflung, jetzt kommt einfach diese neue Frage. Am Anfang war es ja nur, habe ich den Infekt oder nicht? Oder kriege ich den oder nicht? Oder ich habe Menschen in meiner Familie erlebt, die es hatten, auch schwer vielleicht daran erkrankt waren. Aber jetzt kommt eben dieses Neue dazu. Was ist mit der Zukunft? Was ist mit der Impfung? Was ist mit meinen Familienmitgliedern, die eine ganz andere Meinung haben als ich? Und das ist für viele mit einem richtigen Sorgenpaket beladen, ja. Auch für den Job in Zukunft. Wir kriegen die ersten Gebetsanliegen rein, wo der Job umkämpft ist, wo der Job weggenommen wurde. Aufgrund der Corona-Maßnahmen sind Firmen in Konkurs gekommen und können die Jobs nicht mehr aufrechterhalten. Viele Mütter schreiben uns an, auch wegen der Kinder, die sie in der Schule haben, Kinder, die Abschlüsse machen müssen jetzt, Kinder, die Distanzunterricht haben, nur auf online sind, mit den ganzen Dingen, die da anheimgefallen sind. So, also was mich auch sehr beschäftigt hat, sind die Gebetsanliegen hier, wo beschrieben wird, dass Kinder in eine innere Emigration gegangen sind, einfach weil sie mit diesem ganzen veränderten Leben nicht mehr zurechtkommen. Sie schließen sich in ihrem Zimmer ein, sie nehmen nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten und Aktivitäten in der Familie teil, sie ziehen sich zurück, wenden sich vielfach dem Internet zu, halten sich über die Maßen lange an Internetspielen oder was auch immer mit Filmen zu tun hat auf. Und verweigern auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und wir sehen hier dran den Raubzug, und die Waffe des Feindes ist tatsächlich diese Angst und dieses Ausgeliefertsein, dieses Gefühl, dieses Ausgeliefertsein. Es ist keine Hoffnung da, es ist keine Lösung da. Und das ist etwas, was Leute auch nachts beschäftigt. Wir haben viele, die von schlechten Nächten, dass sie nicht gut schlafen können, dass ihr innerer Mensch nicht zur Ruhe kommt und dass dann auch Krankheiten daraus entstanden sind. Und trotzdem, ihr Lieben, trotzdem, auch wenn dich das betrifft mit der Angst, mit der Panik, viele haben jetzt wieder einen alten Riesen, den sie schon dachten, dass er besiegt ist, auf einmal ist der wieder da, und das sind diese alten Panikattacken, diese alten Dinge, die schon in der Jugend vielleicht da waren, in der Kindheit da waren. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, das sind Riesen in unserem Leben. Und trotzdem. Ängste und Panikattacken. Wir wollen uns neu, ganz neu jetzt auf Jesus beziehen. Wir wollen ganz neu unser Vertrauen aussprechen und ausstrecken. Verstehst du, wir müssen dieses Vertrauen, was er uns ja auch in uns hineingelegt hat, wir müssen es wachhalten, quasi immer wieder aktivieren, immer wieder durch das Wort Gottes ernähren, immer wieder durch Gebet, durch Lobpreis, durch die Dinge, die wir machen können, lebendig halten. Und wir brauchen diese neuen Kraftzufuhren an Gnade, an Zuversicht, an Hoffnung, an Ermutigung. Wir brauchen das.
Und wir müssen uns daran erinnern, dass er Gott ist. Er ist Gott, unser Vater. Er ist nicht wie ein Mensch. Er ist nicht, dass er lügt. Er ist nicht, dass er vor lauter das, was hier passiert, unruhig geworden ist. Er ist nicht, wie soll ich sagen, er ist nicht unsicher geworden. Oh, danke. Sondern er hat die Dinge im Blick und wir sind nicht alleine. Es ist doch nur der Feind. Das musst du wirklich manchmal sagen. Es ist doch nur der Feind, der uns isolieren will und der uns Gott madig machen möchte. Und Amen. Es ist jetzt der Punkt gekommen, dass wir uns ganz neu auf die Verheißungen Gottes orientieren, darauf schauen, dass wir ganz neu uns wieder da drauf stellen. Weißt du, die Woche über, da ist wirklich Kampf, da ist wirklich diese ganzen Einflüsse da, die Gespräche, die Kontakte und das alles. Und jetzt ist die Zeit, dass wir sagen, komm, jetzt ist die Zeit anzubeten. Jetzt ist die Zeit, umzudrehen, umzukehren. Bist du schon mal falsch gefahren mit deinem Auto? Hast du dich schon mal völlig falsch irgendwo orientiert? Und es war mühsam, jetzt zu wissen, wie komme ich denn jetzt am besten wieder zu meinem Punkt zurück, wo ich abgebogen bin. Vielleicht falsch abgebogen bin. So, und jetzt wollen wir wirklich darauf schauen, dass wir damit rechnen, dass die Dinge Gottes in unserem Leben zum Durchbruch kommen, wirklich zu diesem Mauerdurchbruch kommen, ja. Und dass wir uns wirklich umkehren. Ich habe über dieses Wort umkehren in dieser Woche nachgedacht und das hat echt viele gute Bedeutungen. Und wenn wir es auf unser Glaubensleben anwenden, dann wird es uns in den richtigen Entscheidungen, nämlich in den Entscheidungen, wie ich denke, wie ich rede, wie ich meine Dinge des Alltags regel, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich die richtigen Entscheidungen bedenke und treffe, dann wird uns dieses Wort umkehren echt helfen. Denn umkehren heißt, sich umdrehen, sich umwenden, umschwenken, kehrt machen, zurückkehren, heimkommen. Es bedeutet eine Wendung nehmen, eine Opposition einnehmen, im Gegensatz zu etwas sein, das Gegenteil von dem tun, was ich getan habe. Aber auch umkehren heißt Bekehrung, Buße, Sündenerkenntnis und Reinigung. Das Leben ist herausfordernder geworden, das merken wir alle. Und doch liegt unser Vertrauen ja nicht in den Umständen. Unser Vertrauen liegt doch nicht in dem menschlich Machbaren. Unser Vertrauen liegt doch nicht in der Impfung. Unser Vertrauen liegt nicht in den Tests, unser Vertrauen liegt allein auf dem Herrn. Absolut. Du und ich, wir sind nicht ausgeliefert. Der Herr wird dich nicht verlassen und er wird dich nicht verpassen. Wir sind herausgerufene Menschen, wir sind abgesondert, erwählt und berufen. Wir sind doch seine Kinder, wir sind doch sein Volk. Wir sind doch von Ewigkeit her geliebt, von Halleluja. Ewigkeit her gedacht, für die Ewigkeit geplant und für die Ewigkeit zubereitet. Erinnern wir uns daran, wer wir sind und wer in uns ist, nämlich Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der in uns ist, der in dir ist, ist größer als das, Christus in was uns, die in der Welt der Herrlichkeit. Ist. Amen. Genau. So, und 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt es uns auch nochmal, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Ihr Lieben, Gott hat uns das nicht gegeben. Wenn du Furcht empfindest, dann ist das nicht von Gott. Wenn du Furcht und Angst und Sorge und Befürchtung und Druck und Stress und alle diese Dinge empfindest, dann ist das nicht von Gott, sondern der Feind versucht, dich auf seinen Schlichen und auf seinen Wegen zu überrumpeln, dich zu okkupieren, dich wirklich
abzuleiten, dass du irgendwie eine Abzweigung nimmst und nicht mehr auf den Herrn schaust. Und das soll sich ändern. Jetzt wieder, dass du ganz neu eine Entscheidung triffst und sagst, ja, Herr, ja, ich sage ja, ich will mich wieder ganz neu auf sein Wort ausrichten. Ich will ihm wieder ganz neu vertrauen. Halleluja. Amen. Mir fällt gerade was ein zum Wort Panik. Panik. Weißt du, wo das Wort eigentlich herkommt? Panik. Panik kommt von Pan. Pan, das ist dieser, ja, boxbeinige, faunenartige Gott, den die Römer oder was hatten im Altertum. Pan, ne? Panflöte. Also diese Gottheit, Pan. Und man sagt, der hat Folgendes gemacht. Der hat so irre, extrem laute Schreie ausgestoßen. Stimmt. Unerwartet, völlig unerwartet, einfach aus heiterem Himmel auf einmal ein irrer Schrei, dass alles in Panik geriet. Der Begriff kommt daher, dass irgendwo von irgendwas quasi geschrien wird. Und genau das ist es, was passiert. Der Feind kommt mit irgendwelchen Sachen, die laut sind, geschrien werden, voller negativer Gedanken auf einen zu und versucht uns in diese Panik zu bringen. Und im Namen Jesus Christus widerstehen wir diesen Gedanken von Panik und diesen Attacken von Angst und von Furcht und von egal was da ist. Wir widerstehen diesen dämonischen Geschichten. Wir sagen Nein dazu. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist von Panik, was dämonisch ist, was teuflisch ist, was so ein richtiges Bild für den Feind ist. Genau. Sondern er hat uns gegeben einen Geist der Liebe und der Besonnenheit. Und wir sind nicht zu denen, die unter dieser Furcht stehen müssen. Ja. Ich spreche aus für all meine Geschwister, die unter Angst leiden, die unter diesen Panikattacken leiden, dass das zurückgeht auf den, von dem es kommt. Zurück, back to sender, zurück zum Feind. Zurück zum Feind. Und wir sprechen aus, dass der Geist Gottes Ruhe, Gelassenheit, Aufbau schenkt, Segen schenkt und Befreiung von diesen negativen Einflüsterungen des Feindes. Ich spreche aus, dass da etwas völlig Neues kommt. Angst weiche. Das Gegenteil von Angst ist Glaube. Und ich spreche aus, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, dass Glaube wächst, Glaube wächst, Glaube wächst, Glaube wächst, dass der Herr sein Werk an dir tut und dass die Angst weggedrängt wird, dass diese Panikattacken weichen müssen aus deinem Leben. Wir erklären, Feind, weiche! Aus dem Leben von jedem Einzelnen, von denen, die hier unter Angst und Panik leiden und das jetzt hier sehen. Ich will dir jetzt noch, weil das war jetzt nochmal ein guter Gedanke. Mal. Wir hatten jetzt hier ja noch für die Leute mit der Krise, mit den Trennungen wegen diesen ganzen Sachen, die da kommt gleich auch noch sind. Okay. Das war eigentlich nochmal ein guter Hinweis mit diesen lauten Schreien von diesem teuflischen, mit dieser Panik und diesem Ding. Viele werden oder hören andere Gedanken, hören andere Stimmen, hören etwas, was ihnen quasi vorgeschlagen wird, was sie denken sollen, was sie reden sollen, werden attackiert vom Feind mit feindlichen Stimmen, werden wirklich attackiert, dass sie etwas hören, was nicht von Gott ist. Erstens müssen wir das lernen zu unterscheiden. Wie kann man das machen? Du musst sicherer werden, indem, dass du die Stimme Gottes hörst, dass du die Stimme Jesus hörst, weil er ist der Hirte und er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. So, wenn du dich darin übst, wenn du in seinem Wort bleibst, wenn du wirklich dicht an Jesus läufst, dann wirst du seine Stimme hören. Diese Woche hat mich wieder jemand angeschrieben oder uns jemand angeschrieben, ich möchte so gerne die Stimme Jesu hören. Ich möchte so gerne die Stimme Gottes hören. Fang damit an, dass du da rein betest, dass du das proklamierst, dass du nicht immer sagst, oh, ich kann das nicht, ich höre seine Stimme ja nicht, oh, ich würde ja gerne. Verstehst du, hör mal auf mit diesem, was du alles nicht kannst.
sondern proklamiere das Wort Gottes, das Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Amen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn dein Leben Jesus gehört, dann wirst du seine Stimme hören. Das ist wie bei einem kleinen Baby, was lernt, die Stimme der Mutter und des Vaters zu hören. So, das ist das. Und ich will jetzt genau wegen diesem Panik, wegen diesem Krisending, wegen diesen Ängsten, wegen diesen Sorgen, ich will jetzt ein paar Tipps dir weitergeben, die dir wirklich weiterhelfen können, in dem Sieg über dieses Zeug hier weiterzukommen. Du musst Sieg proklamieren in dein Leben. Red nicht immer von, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das mag ich nicht, ich weiß auch nicht. Du gehst immer weiter runter, sondern du musst proklamieren, ich werde in den Sieg Jesu kommen. Ich werde aufstehen. Ich werde überwinden. Ich werde den Sieg haben. Und das, was ich dir schon mal sagen möchte, ist, lerne intensiver zu beten. Nicht nur ein bisschen, oh Herr, beschütze mich und bewahre mich, sondern lerne intensiv das Wort Gottes zu beten. Nimm dir die Psalmen. Bete die Psalmen in dein Leben hinein. Wenn du in Zungen beten kannst, das hast du vorhin schon mal gesagt, dann lerne das in Zungen zu beten. Du hast auch immer dieses PDF kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer das noch nicht hat oder noch nicht sich damit beschäftigt hat, dass man... Ja, das ist ein Buch, Bitten ja. um den Heiligen Geist. Wer also sich nach der Geistestaufe ausstreckt, schreib einfach ein Mail an uns. Das ist ein PDF, ein richtiges Buch als PDF, das schicken wir dir gerne kostenlos zu. Genau, denn wenn du in neuen Zungen sprechen, beten kannst, wenn du in dieser Gebetssprache beten kannst, weißt du, dann betest du nicht aus deinem Verstand raus, dann betest du auch nicht die Unmöglichkeiten, die du empfindest und siehst, aus, sondern du betest das, was der Geist Gottes in dir spricht. Und du bist dann im Grunde genommen nicht wirklich mit deinen Gedanken daran beteiligt, sondern du sprichst die Wahrheiten Gottes aus. Yes. Und die Bibel sagt, dass der Mensch, der in Zungen betet, sich selber erbaut. Und Amen. Das ist das, was wir in dieser Zeit und in diesem Gebiet mit Krise, mit Sorgen, mit Ängsten und Nöten, was wir alle am meisten brauchen. Ja. Und es ist gut, wenn man in neuen Zungen immer mehr spricht, auch tagsüber, wenn du im Auto bist, wenn du unter der Dusche stehst oder was auch immer. Wir bieten dir dieses PDF an. Du kannst es über die Webseite bei uns kostenlos bestellen. Dann wollte ich noch mal sagen, diese große Bedeutung der Verheißungen des Wortes Gottes, das ist immer unser Dauerthema eigentlich, weil das so wertvoll ist und so kostbar, wenn wir das Wort Gottes in unser Leben hineinsprechen. Wenn du diese Verheißungen dir in der Bibel raussuchst und wenn du sie aufschreibst, dann wird das eine mächtige Waffe werden in deinem Leben gegen die feindlichen Absolut. Anläufe, gegen diese teuflischen, satanischen Strategien, die der Feind auf jeden Fall immer und mit voller Absicht auf unser Leben ablässt. Dann habe ich in einer Zeit gelernt, diese Verheißungen aufzuschreiben. Ich hatte Zeiten, manches habe ich heute noch davon, da habe ich mir diese Bibelworte überall hingelegt, wo ich war. Ich hatte sie in meiner Hosentasche, ich hatte sie in der Küche, ich hatte sie im Bad, ich hatte sie in meiner Handtasche. Warum habe ich das gemacht? Ja, warum habe ich das gemacht? Einfach, damit ich das immer vor Augen hatte. Und während ich das vor Augen hatte und gelesen hatte, habe ich die Dinger auswendig gelernt. Und das ist in mir zu einem ganz, ganz wertvollen Schatz geworden. Und ich konnte viele Bedrängnisse, viele Sorgen, konnte ich darüber überwinden. Weil der Heilige Geist hat sie zur richtigen Zeit in mir hervorgeholt. Auch in Krankenhauszeiten. Man hat im Krankenhaus nicht immer die Möglichkeit, stundenlang oder wie auch immer in der Bibel zu blättern und zu lesen. Manchmal ist man unter Schmerzen oder auch zu Hause, muss ja nicht Krankenhaus sein, auch zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer die Attacke stattfindet. Du kannst durch das
wie soll man das sagen, durch das Konservieren des Wortes Gottes, der Verheißungen, kannst du siegreicher in deinem Glauben mit den Situationen und Herausforderungen umgehen. Als Jesus versucht wurde in der Wüste vom Feind, seine Waffe, mit der er den Feind besiegt hat und in die Flucht geschlagen hat, war nichts anderes als das Wort Gottes. Ja. Er hat das Wort Gottes gebraucht, um den Feind zu verjagen. Genau. Also die Macht, die Power und die Kraft des Wortes Gottes dürfen wir nicht unterschätzen. Ja. Es ist die größte Waffe, die der Herr uns gibt, gegen alles, was hier an irgendwelchen Notsituationen in unserem Leben ist. Genau. Also du wirst, wenn du mehr in dieses reingehst, wenn du das übst, wenn du das trainierst, du wirst immer mehr merken, was das ein großer Segen und auch eine große Befreiung von diesen Angst- und Paniksachen und diesen Sorgen und Befürchtungen in deinem Leben hat. So, die Wahrheit ist einfach die Güte Gottes, seine Gnade. Das ist einfach die Wahrheit. Lass uns die Wahrheiten betonen und nicht das, was wir im Natürlichen sehen und empfinden. Bete darüber, über diese Verheißungen, dass der Herr sie dir auch offenbart beim Bibellesen. Man kann auch im Internet, habe ich gesehen, wenn man da eingibt, biblische Verheißungen, du wirst Massen finden, die du dir aufschreiben kannst und die du beten kannst. So, und bete die dann in dein Leben rein. Und dann habe ich gedacht, es ist auch eine gute Übung, wenn wir den Kindern, den kleinen Kindern auch schon beibringen, wie das mit den Verheißungen ist, dass man das Wort Gottes lernen kann, auswendig lernen kann, wie man ja auch das 1x1 lernt und studiert, und dass man Kinder schon ganz früh mit dem Wort Gottes ausstattet. Denn auch unsere Kinder, auch wenn sie in der Schule dann sind, sie sind oder auch in den, ja, in den Umständen des Lebens einfach, in denen sie reingenommen sind, sie werden diese Worte Gottes ganz tief in sich bewahren. Vielleicht denken sie nicht zu allen Zeiten immer daran, aber der Herr wird sein Wort wahrmachen. Wir haben gesagt, sein Wort kommt nicht leer zurück und es wird keinen Menschen leer zurücklassen. Und das ist etwas, was du deinen Kindern auch, wenn du junge Mutter, jüngerer Vater bist, dass du deinen Kindern das schon ganz früh anbietest, dass du ihnen beibringst, wie sie das machen können. Sei ein bisschen kreativ, mach ein bisschen so Memory-Spiele, wo eine Hälfte von der Bibelstelle ist und die andere wird ergänzt. Darüber kann man das lernen. Und du kannst diese Verheißungsworte in das Leben deiner Kinder hineinschenken als einen ganz wertvollen Schatz. Und halte fest, dass alle Dinge dir zum Besten dienen, auch deiner Familie, auch dem Schutz deiner Familie, auch der Versorgung deiner Familie. Gott wird für uns sorgen. Dann mit größeren Kindern ist es vielleicht wirklich auch schon möglich, dass man über die Kraft des Wortes Gottes spricht, dass man ihnen auch öfter erzählt, welche Zeugnisse man mit Gott erlebt hat, dass man über die biblischen Berichte mit ihnen spricht. Ich habe diese Woche auch so ein Erlebnis gehabt mit einem jungen Mädchen, wo wir über diese biblischen Geschichten gesprochen haben und über Goliath und über das Mosekörbchen. Sie war da, als ich das vorbereitet habe. So, die war ganz fasziniert und hat gesagt, ach, das wusste ich auch gar nicht. So, versteht ihr? Wir müssen das einfach praktischer mit dem Wort Gottes machen. Du hast gesagt, eins der fatalen Geschichten im deutschen Volk ist das mit dem Verstand. Und ich glaube, wir müssen einfach klug werden, wie wir unsere Kinder damit reinnehmen, dass sie jetzt auch wirklich anfangen, mit dem Wort Gottes zu leben. Sei behutsam, überfordere sie nicht, aber du säst einen Samen in ihre Herzensboden und bleib im Gebet für sie. So, was wir proklamieren jetzt ist, dass wir gegen die Sorge und gegen die Last in den Herzen
der Menschen und hier für vorgehen, Ehe, Familie, für Kinder, Ehe, Familie. Da sind Kids. Große Nöte. Und wir sprechen aus, dass wir hier proklamieren, dass eine vollkommene Zerstörung aller dämonischen Absichten, aller Stimmen, die vom Feind ausgesprochen werden, alle Flüche in den Ehen, in den Familien, in einzelnen Menschen, diese Flüche, dass sie gebrochen sind, yes, in dem Namen Jesus, ja, und dass diese Attacken in dem Leben der Menschen aufhören müssen. Genau, bring's in ein Gebet. Yes. Auf geht's. Herr, wir danken dir, dass du das Werk deiner Gnade tust, jetzt in den Menschenleben. Wir proklamieren, dass dein Heiliger Geist jetzt ein tiefes Werk in den Menschenherzen tut. Und wir sprechen aus, jede zerstörerische Macht in Ehen, in Familien, in diesen ganzen Dingen, in allem, was Ärger, Frustration, schlimmen und schlechten Worten, schlechten Beziehungen, zerrütteten Beziehungen. Wir sprechen aus, der Feind muss sich zurückziehen. Wir erklären für zerstört, was der Feind im Leben dieser Menschen angerichtet hat. Yes. Und wir sprechen aus, es ist nicht mehr wieder auffindbar in dem Namen Jesus. Im Namen Jesus sprechen wir aus, dass das, was der Herr geplant hat, für Ehen, für Familien, für Kids, für das, was seine Absichten sind, dass das hervorkommt. Ja. Für alle Menschen, die hier mit irgendwelchen Anliegen sind. Wir sprechen aus, dass die Kinder der Gerechten, yes, sehen werden, wie sie zum Herrn der Herren durchbrechen. Wir sprechen aus, es wird einen Unterschied geben, ja, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Genau. Es wird eine massive Veränderung sein. Und wir segnen jede einzelne Familie, jeden einzelnen Menschen, der hier erwähnt, ja, ist, der hier gebracht ist. Es wird eine Veränderung kommen. Gerade die kleinen Kinder, ja, in dieser, yes, Phase, in der sie, yes, jetzt sind, yes, die, yes, so enttäuscht sind, weil, was weiß ich, mit der Schule oder Kindergarten oder sonst was, diese verrückten Maßnahmen und alles, was dazugehört. Wir sprechen aus, dass die Hand oder des Herrn auf ihnen ist, dass sie durchbrechen, yes, zu etwas wirklich Neuem, yes, etwas wirklich, yes, Großartigem, yes, in dieser Phase, wo auch solche Familien, so viele, ja, in solcher Bedrängnis sind. Wir segnen sie. Wir, ja, sprechen aus, der Herr wird, amen, reinkommen, amen, der Herr wird Segen geben. Yes. Und wir erklären für zerstört die Machenschaften des Feindes in den Familien, in den Ehen, unter den Kindern, unter den Freundschaften. Wir erklären, dass, yes, es Veränderung gibt im Namen Yeshua HaMashiach. Yes, genau. Wir legen eine Verheißung aus dem Wort Gottes jetzt genau auf diese Befürchtungen, auf diese Ängste, auf diese Bedrückungen. Und wir lesen ein Wort aus Jesaja 41, 9 bis 13 darüber. Da geht es um die Erwählung und um das, was Gott gegen den Feind zu entgegensetzt. Mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt und dich nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hey, wenn du jetzt unter Angst leidest, wenn du diese nächtlichen Attacken hast oder am Tag, die unberechenbar kommen, nimm dieses Wort jetzt, ja, ganz genau in dein Herz auf. Proklamier das. Sag, das ist mein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort zu mir kommt jetzt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Amen. Ich stärke dich. Ja, ich, ja, helfe dir. Ich halte dich mit der Rechten, yes, meiner Gerechtigkeit. Halleluja. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und zugrunde gehen die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Du wirst sie suchen und sie nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Lass uns Gott erheben. Wo steht das? Sag das nochmal. Jesaja 41, 9 bis 13. Das ist gut. Das solltest du dir in der Bibel suchen. Ja, das ist ein mächtiges Wort, weil es uns auf den verweist, der alles in allem ist. Es ist Gott und er ist der große Ich Bin, der Ich Bin. Ich bin unveränderbar. Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit der Gleiche. Gestern, heute, immer.
Und das ist der, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Yes. Und yes. Noch was, wo wir gerade bei diesem großen Ich bin Lobpreis dabei sind, höre viel Lobpreis. Ich weiß, dass das im Moment auch ein sehr umkämpftes Thema ist, auch in den Gemeinden. Aber du kannst doch trotzdem Lobpreis hören. Ich habe oft Lobpreis an, auch wenn ich die Dinge bete, weil sie helfen mir einfach, diese Atmosphäre zu bestimmen. Und sie halten mich daran, dass ich das Lob Gottes höre, ja, was verkündet wird, wo Gott erhoben wird. Ich höre keinen Lobpreis, wo es darum geht, ich bin arm, schwach und klein. Ist ja kein Lobpreis. Sondern ich höre Lobpreis, wo Gott verherrlicht wird, wo es um ihn geht. Wo es um ihn geht. El Shaddai, Elohim. Das sind wirkliche Namen Gottes, die mir helfen, ihn anzubeten. Dann, Lobpreis ja. Kann mit Musik sein, muss aber nicht, ne? Genau, muss nicht. Dann lese glaubensstärkende Bücher, das hattest du auch schon mal gesagt, das ist sehr gut. Leute, die schon mal bestimmte Glaubensdinge erarbeitet haben, sie helfen uns, dass wir da sicherer werden. Und dann gibt es noch etwas, und da will ich euch ein Zeugnis jetzt vorlesen von Annette, das ist so ein ganz, etwas ganz Praktisches. Und ich habe gedacht, ja, das ist gut. Wir müssen auch lernen, jetzt gerade in dieser Zeit, wie wir mit Fernsehkonsum umgehen. Ein wichtiges Thema. Und gerade Leute, die unter Angst und Sorgen oder Panik sind, sie sollten ganz, ganz besonders darauf achten, was sie im Fernsehen auch an Filmen konsumieren. Sie hat geschrieben: Was mir immer wieder geistlich ein Bein gestellt hat in meinem Leben, war eine echte Sucht, Krimis zu konsumieren. Entweder in Form von Filmen oder in Form von Hörbüchern. Fernsehen hat einen Nachteil, dass man richtig viel Zeit pro Film investieren muss. Und hinterher hatte ich viele Jahre ein schlechtes Gewissen über die regelrecht verschwendete Lebenszeit. Hörbücher haben den Vorteil, dass man sie eben mit Kopfhörern hören kann und man kann praktisch danebenbei eben den Haushalt machen. Aber hinterher, da ist es in meinem Geist wie eine Funkstörung gewesen. Ich habe buchstäblich gefühlt und empfunden, dass ich den Anschluss zum Reden und Wirken Gottes in meinem Leben und auch außerhalb meines Lebens verpasst hatte. Diese Inhalte bringen unser Leben mit Gott nicht weiter. Seit Beginn der Corona-Krise hat der Herr mich vieles gelehrt. Eines der wichtigen Themen war das Sprachengebet, und Jesus sagte, dass der Teufel dieses Thema die ganzen Jahrtausende den Christen madig gemacht hat und bekämpft hat. Es ist aber überlebensnotwendig für unser Leben im Glauben. Wir bauen uns selbst auf, weil der Heilige Geist durch uns betet und genau das betet, was wir brauchen. Und so startete ich auch 10 Minuten pro Tag, mich auf diese Weise aufzubauen. Sehr gut. Zusammen mit der Bibelstelle aus 2. Timotheus 2, Vers 4 und 5. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäften des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und wenn er sich auch niemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. So, mit dieser Bibelstelle und mit diesem Beten jeden Tag in Zungen bin ich von dieser Sucht komplett frei geworden. Seit Mai 2020. Halleluja! Es ist so wunderbar zu wissen, dass meine Zeit dem Herrn zur Verfügung steht und ich im Alltag auch die ganze Zeit in jeder Situation mit ihm verbunden bin. So bin ich auch alle Zeit bereit, Menschen zu dienen. Ich fülle nun dieses Bedürfnis nach Unterhaltung
mit geistlichen Beiträgen, die mich inspirieren oder weiterbringen und mein Glaubensleben wirklich dadurch aufgebaut wird. Oder ich höre Lobpreismusik und singe dazu oder bete in Sprachen, auch beim Putzen und Kochen. Dem Herrn sei alle Ehre dafür. Und dann hat sie gesagt, einmal im Monat schauen mein Mann und ich einen sehr ausgesuchten Film an und das ist absolut ausreichend. Halleluja. So, dann wollen wir nochmal für all die Anliegen beten, ja, und sie wirklich jetzt vor den Herrn bringen. Wir haben jetzt über einige Sachen schon gebetet, einige Sachen schon erwähnt, angesprochen. Genau. Hier ist noch ein großer Stapel, wo es um Heilung geht, ja, wo Leute jetzt mit Krankheiten zu tun haben, Schwierigkeiten. Ich denke, hier sind viele, 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 wo es gerade um diesen Bereich geht, psychische Heilung, physische Heilung. Aber wir wollen das wirklich besonders hier jetzt auch, diese neu dazugekommenen, ich weiß gar nicht, ob das alle sind oder... Nee, ich habe noch da ein sind paar. Noch mehr. Egal, alle, die wollen wir wirklich vor dem Herrn erheben. Wir wollen dafür beten. Ja. Wir wollen diese Menschen einfach vor den Herrn bringen. Ja. Herr, wir bringen diese Anliegen jetzt wirklich vor den Thron der Gnade. Wir breiten sie vor dir aus, Herr. Wir kommen mit Kühnheit und wir beanspruchen Heilung und Wiederherstellung, Befreiung und Segen aus deiner Hand. Herr, ich bete besonders für die kleinen Babys, die jetzt schon mit Krankheit konfrontiert sind, mit Neurodermitis, mit schlechtem oder gar keinem Hören, mit Defiziten, die echt ein feindliches Wirken sind. Mit Verdauungsproblemen, mit all diesen Dingen, die der Feind hier im Leben von diesen Kleinstkindern, von gläubigen Männern und Frauen, von Eltern hier reingebracht hat. Und wir proklamieren, es kommt Heilung. Heilung ist in den Striemen, in den Wunden von Jesus zu uns geflossen. Und wir proklamieren dieses Heilungsgeschehen am Kreuz, in der Auferstehung, jetzt in das Leben von den Menschen, die uns geschrieben haben, dass sie mit Krankheit attackiert sind. In der Autorität des Namens Jesus sprechen wir aus. Das Blut Jesu reicht aus für alle Gebrechen, für alle Krankheit, für alle Mängel, für alle psychischen oder physischen Dinge dieses Lebens. Wir sprechen aus, es kommt Veränderung in das Leben von jedem einzelnen Namen, der hier erwähnt ist, von jeder einzelnen Situation. So viele Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Krebs, mit irgendwelchen lebensbedrohlichen Sachen, mit Dingen, die sie einfach bedrängen, Lungenprobleme oder was auch immer. Ja, wir sprechen aus, egal was hier ist, egal was die Not ist, egal welche Situation für jeden einzelnen Menschen ist. Herr, wir erheben es vor dir und wir sagen nochmals, da ist diese Mauer und die Mauer muss fallen und die Gebetserhörungen werden fluten und wir werden sehen, wie von den Leuten, die hier sind, Hunderte und Hunderte von Zeugnissen kommen. Wir glauben es, weil wir erheben es vor dir und wir lassen auch da nicht ab, sondern wir sagen, hier wird es Veränderung geben im Leben dieser Menschen. Die werden hindurchbrechen, so einfach diesem Segen, zu dieser Versorgung, zu diesem Gnaden, zu dieser Heilung, zu dieser Befreiung, zu diesem, was auch immer ihre Not ist. Ich bete für die Leute, die in finanzielle Schwierigkeiten kommen, in Arbeitslosigkeit abrutschen, in Hartz IV abrutschen, in Kurzarbeit abrutschen, einfach durch diese Situation, in der wir uns momentan befinden. Ich bete für die Unternehmer, deren Firma jetzt in Bedrängnis kommt, wo sie einfach merken, das funktioniert nicht mehr und sie kommen in große Not. Ich bete dafür, dass du eingreifst und Veränderung kommst und Segen freigesetzt ist. Wir sprechen aus, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um einzugreifen im Leben all dieser Menschen, all dieser Situationen. Es kommt zu einer Veränderung, es kommt zu einem Durchbruch, es kommt zu einem Mauerfall, damit die Segnung Gottes durchbrechen. Der Name Jesus ist über all diese Anliegen erhoben. In deinem mächtigen Namen, in dem Namen Jesus ist Rettung und Wiederherstellung. Yes.
Herr, wir proklamieren das. Wir kommen wirklich in Ernsthaftigkeit und mit Brennen im Herzen, dass du errettest und dass du wiederherstellst, dass du Heilung schenkst. Herr, wir wollen wirklich diesen Durchbruch sehen, wie Wasser einen Damm durchbricht. Und wir wollen dann wirklich sehen, wie Zeugnisse kommen, Zeichen und Wunder im Leben von so vielen Menschen. Herr, du hast diese Herzensschreie schon vor uns gehört, bevor jemand sie geschrieben hat. Du kennst jedes Menschenleben, du kennst jeden Herzensschrei, du kennst alle Schmerzen, du kennst alle Bedürfnisse, du weißt alles, weil du von Ewigkeit her bist. Und wir proklamieren, dass eine Wende kommt, ein Durchbruch kommt, wie Wasser einen Damm durchbricht. Baal Perazim. Yes, yes, yes. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir füreinander einstehen können in der Fürbitte. Und wir danken dir dafür, dass du in deinem Wort so große Verheißungen gibst für das Gebet. Du hast, wo zwei oder drei da übereinstimmen im Gebet. Wo zwei übereinstimmen im Gebet, da wirst du einfach das Gebet erhören. Ja, Herr, wir beten nach deinem Herzen, wir beten nach deinem Wunsch, wir beten dafür, dass hier Veränderung kommt. Und wir danken dir von ganzem Sein dafür, weil wir wissen, du wirst mächtig eingreifen. Es geht um dein Volk, um deine Menschen, die du liebst, die du von Ewigkeit liebst. Ja, von Ewigkeit liebst. Wie kann es sein, dass du nicht deine Hand ausstreckst und in ihrem Leben Veränderung schenkst? Wir erwarten es absolut. Absolut. Korabos yalamanaya kasambo matai. Yes. Yes. Halleluja. Ich habe wenige Augenblicke, bevor wir gestartet haben mit dem Livestream, habe ich hier die letzten Anliegen ausgedruckt. Ja. Danke auch für das Vertrauen, dass ihr uns das schickt. Ja. Und wir nehmen das ernst und wir wollen es wirklich vor den Herrn immer wieder erheben und sagen, Herr, es muss einen Unterschied geben. Es muss einen Unterschied geben zwischen denen, die dir dienen und denen, die dir nicht dienen. Es muss einen Unterschied geben für das Volk Gottes. Es muss erkennbar sein, dass Gebet funktioniert. Es muss erkennbar sein, dass du eingreifst und dass Dinge sich wahrlich zum Besseren wenden. Halleluja. Ja. Ein ganz, ganz wichtiges, und das wollen wir ja jetzt auch zum Schluss gemeinsam miteinander begehen, eine ganz wichtige Waffe in unseren Händen, in unseren Herzen ist das Abendmahl, das Blut des Lammes, was unsere Bedeckung ist, was unser Schutz ist. Erinnere dich daran, an den Auszug aus Ägypten, wo das Blut an die Türpfosten gestrichen werden musste, damit der Würgeengel vorbeiging. Und wenn du unter Problemen bist, und das hier sind Probleme, das sind Herzensanliegen, dann nimm das Abendmahl auf. Beschäftige dich damit. Nimm das jeden Tag oder so oft du es brauchst. Du kannst nachts aufstehen, wenn es dir, wenn du Kummer hast, wenn du Befürchtungen erlebst, wenn der Feind auf dich einredet oder was auch immer, du kannst aufstehen. Du kannst dieses Abendmahl auch nachts aufnehmen. Du kannst dazu Saft nehmen, du musst nicht immer Wein nehmen. Du kannst Matzen nehmen, das ist wirklich ein Brot, was das ist so magenverträglich. Selbst Leute, die unter Sodbrennen leiden, haben damit super gute Erfahrungen gemacht, weil das einfach schon etwas ist, was uns im Körperlichen gut tut. Und wir wollen jetzt dieses Abendmahl nehmen für uns und die Anliegen, die hier sind. Und wir wollen uns wirklich unter diese Erinnerung an das Mahl stellen. Wir wollen uns unter diese geniale, grandiose, unfassbar geniale, große Gnade stellen, unter dieses Vorrecht stellen. Guck mal, was der Herr uns gegeben hat. Das ist doch einfach so genial. Und wir müssen nicht irgendwo hinreisen. Wir müssen nicht hunderte von Euros dafür ausgeben. Wir müssen es nicht im Internet bestellen. Wir müssen gar nichts. So oft ihr daran denkt. Lass uns heute daran denken. Das ist auch das Mahl, was uns in Überführung bringt.
was uns in Buße und Erkenntnis leitet. Immer wenn wir das Mahl aufnehmen, bedenken wir auch in unseren Herzen, wo ist Schuld, wo sind Vorhaltungen, wo sind Dinge, die zwischen mir und Gott nicht geklärt sind, zwischen mir und anderen Menschen nicht geklärt sind. Wo muss ich da einfach auch einen Reinigungsprozess in mir zulassen, den der Herr mir schenken will durch sein Leiden und durch seine Auferstehung. Und so wollen wir jetzt einfach dieses Brot nehmen mit großer, großer Dankbarkeit. Herr, wir danken dir für dieses Brot, was ein Bild ist, für deinen hingegebenen Leib für uns, für dein Leiden und Sterben, für die Striemen, die du gelitten hast, ausgehalten hast, für uns, auf das uns Heilung würde. Wir danken dir, dass Gnade und Barmherzigkeit über unserem Leben ausgerufen ist, durch das Geschenk deines Leibes für uns. Halleluja. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Halleluja. Und dann das Blut Jesu, das Kostbarste, was es im Universum gibt. Das Blut, was für uns vergossen worden ist. Das Blut, durch das wir Vergebung der Schuld haben. Das Blut, das uns den Zugang zur ewigen Herrlichkeit mit dem Vater schenkt. Das Blut des vollkommenen Opfers. Halleluja. Das Blut, was am Holz vergossen worden ist für dich und mich. Yes. Wir machen uns bewusst, dieses Blut, was für uns gilt, ist etwas, was wir in uns aufnehmen. Es gehört zu uns. Es fließt in unseren Adern. Christus ist das Haupt. Wir sind der Leib. Wir sind seine Glieder. Halleluja. Wir machen uns bewusst, das Blut Jeschuas ist unser. Wir dürfen daran Anteil haben. Das Blut ist die Reinigung für alle unsere Schuld, dass wir Vergebung der Sünden haben durch das hingegebene Lamm, was geopfert wurde, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch sein Blut ist uns Rettung und Vergebung geworden. So oft ihr es trinkt, tut's zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch, dankte und gab ihnen den und sprach: Das ist das Neue Testament in meinem Blut. Trinkt's und tut es zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nichts zurückgehalten hast. Du hast alles gegeben, dein Blut, deinen Leib für uns, damit wir Frieden haben könnten und damit wir ewiges Leben haben könnten, in der Verbindung mit dir bleiben können. Den Heiligen Geist empfangen als die Verheißung des Vaters. Wir danken dir, dass du alles in uns hineingegeben hast, hineingeschüttet hast, dass du dein Blut genommen hast, damit uns vergeben ist und wir wiederhergestellte Menschen sind und dein Blut uns vertritt. Wir preisen dich, Herr. Herr, nochmals, für all diese Anliegen, wir nehmen sie in dieses Abendmahl mit hinein. Wir erklären, dass das Blut Jesu für all diese Anliegen gilt. Dass der gebrochene Leib für all diese Anliegen gilt. Und wir sprechen aus, es macht einen Unterschied für Zeit und Ewigkeit. Es macht einen Unterschied in der geistlichen Welt, was wir tun. Dass die Gebete erhört werden und dass das Mahl des Herrn mit ihnen verbunden ist. Das Blut Jesu bewirkt die Veränderung für all diese
all diese Anliegen. Halleluja, Halleluja. Wir nehmen sie hinein in dieses Abendmahl. Wir sprechen aus. Jeder, der mit uns verbunden ist durch das Abendmahl, er sei gesegnet, er sei versorgt. Die Hand des Herrn ist auf ihm. Er erlebe eine neue Berührung Gottes. Ich spreche aus, dass der Heilige Geist in einer neuen Weise dein Leben berührt. Dass der Herr zu dir spricht, dass du merkst, dass Dinge sich verändern. Dass du in etwas Neues hineinkommst. Dass du Träume hast, dass du Bilder hast, dass du das Reden des Herrn hörst. Dass du Klarheit bekommst, dass du Weisheit bekommst, dass du eine Liebe zum Wort Gottes bekommst und dass in deinem Leben Dinge sich verändern. Ich spreche aus, du bist jemand, der für andere Menschen ein Licht ist, Salz ist. Sie werden zu dir kommen. Sie werden sagen, erzähl uns was. Warum bist du in dieser verrückten Zeit, in dieser schwierigen Zeit so glücklich? Warum bist du jemand, der in die Augen noch leuchten? Was ist mit dir anders? Sie werden zu dir kommen und dich fragen nach dem Glauben, den du hast. Und wir sprechen aus, Dinge werden sich verändern. Sie werden sich verändern in deinem Leben. Sie werden sich nicht zum Schlechten verändern, wie überall in der Gesellschaft, in dem System, sondern sie werden sich zum Guten verändern. Du wirst merken, die Hand des Herrn ist auf dir. Dinge werden sich verändern, wie hier, bei all diesen Anliegen, bei all diesen Situationen, auch in deinem Leben, es gelte. Wir sprechen aus, Gott, deine Hand liegt auf jedem Einzelnen. Jeder Einzelne. Wir sprechen Segen aus. Segen. Empfangen wir Segen vom Herrn. Empfange das, was er für dich hat. Da ist mehr. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Streck dich aus nach mehr. Öffne dich nach mehr. Er will dich beschenken. Da ist Befreiung. Da ist Befreiung. Da sind Dinge, wo du dich, wo du bedrängt bist von feindlichen Attacken in deinem Denken. Vielleicht sogar in deinem ganzen Sein. Wir sprechen aus, Heilung und Befreiung kommt hinein. Ja, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Befreiung, Befreiung. Der Herr hat uns zur Freiheit freigemacht. Das soll in deinem Leben gelten. Befreiung auch von dieser Not, von dieser Bedrängnis, die immer wieder nach dir greift. Gerade auch bei Finanzen. Wir sprechen aus, es kommt zu einer Lösung, es kommt zu einem Durchbruch, es kommt zu einer Veränderung. In deinem Leben beginnt etwas Neues. Im Namen Jeshua HaMashiach. Vielleicht ist es nicht so, wie du es dir gedacht hast oder du dir das vorstellst. Vielleicht ist es anders, aber es wird zu einem guten Weg des Herrn sein, der in deinem Leben Neues schenkt. Halleluja. Wir erwarten, dass Gott eingreift. Wir erwarten, dass in deinem Leben Neues kommt. Wir erwarten, dass die Mauer wirklich fällt. Dass die Mauer wirklich fällt. Dass der Weg frei ist. Der Herr des Durchbruchs. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du ein Zeugnis hast vom Eingreifen Gottes, echt, sei so nett und schick es uns, schreib es uns. Es ist sehr, sehr ermutigend, wenn wir das vielleicht auch weitergeben, wenn es für uns ein Segen, wenn wir einfach merken, okay, Gott hat eingegriffen, Gott schenkt Veränderung, Gott verändert Dinge. Gebet bewirkt so grandios viel. Und wir wissen, der Herr greift ein und er liebt sein Volk. Von Ewigkeit. Dinge kommen in Bewegung. Halleluja. Wir segnen euch. Eine klitzekleine Sache nochmal. Ja. Nächste Woche, denkt dran, nächste Woche Thema Obrigkeit. Wird ja angekündigt. Ein Special. Ja, es ist wirklich wichtig, weil ich sag dir, es wird momentan viel Schindluder mit diesem Thema getrieben. Und wir wollen das einmal wirklich ganz sauber biblisch betrachten, um was geht es denn hier wirklich. Also, wenn dich das interessiert, sei nächsten Freitag dabei. Yes. Amen. Amen. So, Herr, wir wollen alle jetzt hier, die jetzt hier miteinander im Livestream sind und gewesen sind, Herr, wir wollen jeden mit deinem Segen ausrüsten, beschenken, ausrichten auf diese Nacht, auf den Tag morgen, auf die Woche, die vor uns liegt. Herr, dass du uns segnest und uns behütest, dass deine Augen auf uns gerichtet sind und dass du uns Frieden schenkst. Herr, richte dein Angesicht auf uns und lass uns im Segen diese Woche durchschreiten. In dem mächtigen Namen Jesus. Yes. Amen. Halleluja. Amen. So sei gesegnet und wir würden uns freuen, wenn wir am Freitag wieder mit dir zusammen sind. Yes. Amen. Amen. Blessings. Ciao. Shalom.